Überall blühen Blumen, du bist nicht allein. Nimm die Welt in deine Hand, dann wird sie deine sein. Spring nicht aus dem Fenster, fass in neuen Mut. Denn du hast einen Engel, mit dem wird alles gut. Ernst als Würfel, du wirst es sehen. Ernst als Würfel, die Welt ist schön. Eigentlich wollte Ernst Eiswürfel aus dem Fenster springen, aber durch heile Familienverhältnisse und einen umsichtigen Schutzengel unterstützt, eilt er von einem beruflichen Erfolg zum nächsten. Vater Eiswürfel ist noch immer nicht aufgetaucht, Mutter Eiswürfel sammelt Freunde und Luzi wirft mit Messern nach allem, was sich bewegt. Als Barkeeper lernt Ernst jemanden kennen, der verirrte Kätzchen und Tollpatsche sammelt. Ernst hat der Angebeteten kaum vor ein Essen versprochen und jetzt ist die Panik natürlich groß. Ich glaube, die ist durch. Und was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da. Ohne Ente und ohne Gemüse. Cool bleiben. Improvisation ist alles. Tja, Baby. Mit der Ente kann man Eishockey spielen. Möchtest du vielleicht einen Joghurt? Ja, klar. Ich habe sowieso nicht so viel Hunger. Aha. Ziemlich dunkel hier, hm? Ich mache uns ein paar Kerzen an. Hoppla. Ach, du bist süß. Möchtest du nicht endlich deine Brille abnehmen? Mucke, Ernst. Musik. Mucke, genau. Wahnsinnig schön, dass du hier bist. Sag mal, was hat dir zuerst an mir gefallen? Meine Art, mein Aussehen, mein Auftreten? Ich mag Männer, die so tollpatschig sind. Die kennen sich nämlich meistens richtig gut aus. Kannst du laut sagen. Muss aber nicht sein. Glaser kommt sowieso nicht. Kannst du Gift auch nehmen, dass ich mich auskenne und wie ich mich auskenne? Möchtest du vielleicht auch Wein? Ran. Ich mach ja schon. Hände hinten unter den Pullover, langsam aufhaken. Aufhaken, kein Problem. Möchtest du vielleicht Salzstangen? Nein. Gut, dann nicht. Du? Das ist ein französischer. Ah, so genau, da muss ich erst die Marseillaise absingen, oder was? Zwischen den Körbchen. Ernst? Wir machen jetzt unser Miliz-Frauentreffen hier. Wow! Hat er dir was getan? Ach was, nein. Er hat dich nicht mit Gewalt verschleppt? Nein. Du hast den Typen freiwillig an dich rangelassen? Bist du irgendwo ausgebrochen oder sowas? Das ist mein Bruder, Mädels. Wenn alle Männer so beschränkt wären wie der, dann würde die Menschheit aussterben. Kann ich zu euch rüberkommen? Klar. Kannst du Messer werfen? Nein. Bring's dir bei. Komm. Ja, aber bleib doch hier. Es war doch nur Spaß. Du kannst doch nicht ernsthaft zu diesen doofen Hühnern gehen. Hast du was gesagt, Rexer? Was macht Ernst Eiswürfel nur falsch? Und wie sieht es mit Ihnen aus? Sind Sie wirklich bereit, sich das Elend von Ernst Eiswürfel weiter anzusehen? Versäumen Sie in Ihrem eigenen Interesse unter gar keinen Umständen die nächste Folge der A bis Z Live.